Beispiel 1 zum Mohrkreis, da sei ein Spannungstensor gegeben, nämlich diese drei Spannungen im XY-Koordinatensystem hat man also irgendwie gemessen, errechnet, wie auch immer. Und zu diesem Spannungstensor soll man Folgendes machen. Erstens Mohrkreis zeichnen und im Mohrkreis dann Sigma 1, Sigma 2 und Tau max bestimmen. Und zweitens soll man die Lagepläne für das XY-Koordinatensystem, das Hauptachsensystem und das Hauptschubspannungssystem zeichnen und die dazugehörigen Spannungstensoren hinschreiben. So, da machen wir uns mal an die Lösung. Hier oben steht also der Spannungstensor. Das Koordinatensystem für den Mohrkreis habe ich vorbereitet. Da müssen jetzt zwei Punkte eingetragen werden. Der erste Punkt ist Sigma x minus Tau xy. 120 minus minus 30, also 120 plus 30. Das war Sigma x minus Tau xy. Der zweite Punkt, Sigma y plus Tau xy minus 80 minus 30, der liegt hier. Die beiden Punkte nehmen wir uns, verbinden die. Die beiden Punkte nehmen wir uns, verbinden die mit dem Durchmesserbalken. Der Durchmesserbalken hat seine Mitte genau auf der Sigma-Achse. Falls nicht, haben wir irgendeinen Fehler gemacht. Stechen die Zirkelspitze hier im Mittelpunkt ein und schlagen den Mohrkreis. Ja, bisschen krakelig, macht nichts. Und jetzt können wir Mohrkreis ablesen. Die allergrößte Hauptspannung, Sigma 1, beträgt so um die 124 MPa. Die allerkleinste Hauptspannung, Sigma 2, ist ein bisschen kleiner noch als die 80, sind nämlich 84. Das ist der Punkt da vorne. Und die allergrößte Schubspannung beträgt, etwas größer als 90, ungefähr 104 MPa. Jetzt haben wir also alle Spannungswerte abgelesen. Dann sollen wir zu diesen Spannungswerten jeweils Lagepläne zeichnen. Zuerst mal das XY-Koordinatensystem. XY-Koordinatensystem bedeutet, wir haben ein Quadrätchen, was in X- und Y-Richtung ausgerichtet ist. Der Spannungstensor steht schon hier, den brauchen wir nicht aufzuschreiben. Ist ja gegeben in der Aufgabenstellung. Und da sind jetzt die Pfeile von 120, minus 80 und minus 30 richtig einzuzeichnen. Sigma x gleich 120 bedeutet, in x-Richtung wird mit 120 MPa gezogen. Sigma y gleich minus 80 bedeutet, man könnte theoretisch hier solche Pfeile mit minus 80 rein einzeichnen. Wäre theoretisch nicht verkehrt, aber dem Sinn und Zweck eines Lageplanes auch nicht entsprechend. Der Zweck eines Lageplanes ist es nämlich, die Kraftflussrichtung zu veranschaulichen. Und der Kraftfluss ist eben nicht in Y-Richtung, dass das Material auseinandergezogen, gedehnt wird, sondern es wird gestaucht. Also ist die einzig vernünftige Methode, hier diese minus 80 MPa einzuzeichnen, ein Pfeil, der eine Druckspannung symbolisiert, in Größe von 80. Dann haben wir noch eine Schubspannung von minus 30. Minus 30 bedeutet, die positive x-Fläche, das ist die Fläche, bei der die x-Achse die äußere Flächennormale ist, positive x-Achse in negative y-Richtung. Negative y-Richtung, weil wir hier minus 30 MPa haben. Also müssen wir hier 30 MPa so rum einzeichnen. Und wenn wir einmal einen Schubspannungspfeil haben, ergeben sich die anderen Schubspannungspfeile ganz alleine. Nämlich, die sind immer so ausgerichtet, dass die Spitzen und die Füße der Pfeile sich jeweils treffen. Das ist also der Lageplan für das XY-Koordinatensystem. Und daran sieht man, welche Befindlichkeit in X- und Y-Richtung ein Stückchen Material hat. Es wird nämlich in X-Richtung gedehnt, in Y-Richtung gestaucht und insgesamt auch noch werden die Winkel so länglich nach links, oben, rechts, unten gezogen. Damit zum Hauptachsensystem. Das Hauptachsensystem ist ja dieser Durchmesserbalken hier vorne. Dieser Durchmesserbalken ist gedreht zum XY-Koordinatensystem und zwar nachmessen 17 Grad. Wir müssen also auch das kleine Quadrätchen drehen, um es im Hauptachsensystem zu haben und zwar um genau die Hälfte dieser 17 Grad. Schreiben wir gleich die Hälfte hin. 2 mal 8,5 Grad im Uhrzeigersinn bedeutet, wir müssen für das Hauptachsensystem auch das Quadrätchen um 8,5 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Und
jetzt an das Quadrätchen die neuen Spannungen eintragen. Dieser Punkt entsprach mal 120 Megapascal für Sigma X. Der ist jetzt ein klein bisschen gedreht und jetzt sind es 124 Megapascal. Das war die X-Richtung, ist jetzt ein bisschen gedreht und 124 Megapascal. Die Y-Spannung, Sigma Y, war der Punkt, minus 80 Megapascal, ist jetzt ein bisschen gedreht, ist jetzt minus 84 Megapascal. Also vorher 80 Megapascal senkrecht, jetzt klein bisschen gedreht, 84 Megapascal. Und das war es auch schon, denn Schubspannung gibt es im Hauptachsensystem praktischerweise nicht. Wir müssen noch hier 1, 2 einzeichnen und dann ist das der richtige Lageplan. Und jetzt können wir auch den Spannungstensor einzeichnen, falls wir den hier nochmal kurz abschreiben. Das war der Spannungstensor im XY-Koordinatensystem. Dann ist er im Hauptachsensystem so, aus 120 werden 124, aus minus 80 werden minus 84, aus minus 30 wird jeweils 0, fertig. Und statt XY schreiben wir 1, 2 hin, weil ist ja jetzt nicht mehr das XY-Koordinatensystem. Damit zum Lageplan im Hauptschubspannungssystem. Das Hauptschubspannungssystem entspricht ja, soll eine senkrechte Linie sein, entspricht ja dieser Linie. Können wir vielleicht auch mal ein bisschen highlighten. Mal in Blau. Ja, also hier das. Wer möchte, weil es irgendwie die Assoziativität zwischen Lageplan und diesem Durchmesserbalken stärkt, kann man das auch farblich noch markieren. Jetzt aber zum Hauptschubspannungssystem. Ja, das Hauptschubspannungssystem ist auch gedreht, ausgehend vom XY-Koordinatensystem, und zwar um 73 Grad. Jetzt müssen wir das kleine Quadrätchen also auch gedreht aufzeichnen vom XY-Koordinatensystem, und zwar um die Hälfte von diesen 73 Grad. Hälfte von 73 Grad sind 36,5 Grad. Also 2 mal 36,5 Grad. Deswegen tragen wir hier ein Quadrätchen ein, was um 36,5 Grad gedreht ist. So, und da wirken nun Spannungen, nämlich aus Sigma X, das war vorher 120 Megapascal, werden jetzt, unten ablesen, 20 Megapascal. Sigma X war vorher die horizontale Richtung, wird jetzt so rum gedreht, also haben wir hier 20 Megapascal. Sigma Y war vorher minus 80 Megapascal, wird jetzt so rum gedreht und hat jetzt die X-Koordinate plus 20 Megapascal. Die Y-Richtung war vorher senkrecht, jetzt wird sie um 36,5 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht, also müssen wir hier 20 Megapascal aufschreiben. Die Schubspannung war vorher minus 30 Megapascal, jetzt sind es minus 104 Megapascal. Vorher war das ein Pfeil so nach unten und jetzt geht der Pfeil dann hier nach unten. Und wenn wir eine Schubspannung haben, kommen alle anderen Schubspannungen von ganz alleine, sind auch alle gleich groß, hier jeweils 104 Megapascal. Und das Koordinatensystem heißt nicht mehr XY, sondern 1 Stern, 2 Stern. Wie sieht der Spannungstensor aus? Na, da wo vorher die Normalspannung waren, haben wir jetzt statt 120 und minus 80, haben wir jetzt jeweils 20 Megapascal. Und wenn wir vorher eine Schubspannung von minus 30 Megapascal haben, haben wir jetzt eine Schubspannung von minus 104 Megapascal. Und wer die Drehung des Koordinatensystems hiermit wieder gut vergleichen möchte, kann das dann auch so farblich markieren. Vielleicht noch ganz zum Schluss. Weswegen macht man das Ganze? Das macht man einmal, weil spröde und duktile Werkstoffe auf ihre Art und Weise empfindlich sind. Spröde Werkstoffe für Normalspannungen, duktile Werkstoffe für Schubspannungen. Deswegen rechnet man, wenn man ein Bauteil aus spröden Werkstoffen hat, immer die schlimmste Normalspannung aus und bei einem Bauteil aus duktilem Werkstoff immer die schlimmste Schubspannung. Man kann aber noch mehr Sinn daraus ziehen und dazu gucken wir mal auf diesen Lageplan hier vorne. Angenommen, wir hätten ein Bauteil und dieses Bauteil wird mit zerstörungsfreier Werkstoffprüfung untersucht, ob innen drin kleine Risse, kleine Materialfehler sind. Und angenommen, man findet leider auch ein paar von diesen Rissen. Ja, man findet immer Risse in einem Bauteil, man muss nur genau genug suchen. Und diese Risse wären zum Beispiel so orientiert. Ein Riss so, ein Riss so, ein Riss so. Ja, das wären die.
Und man wird geguckt, welcher Riss ist denn der gefährlichste? Na, dann würde man sagen, normalerweise, na hier der Riss, der ist doch der größte. Der ist aber nicht am gefährlichsten. Warum ist der nicht am gefährlichsten? Na, für Risse sind Zug- und Druckspannungen nicht gleichermaßen gefährlich. Man kann ein Bauteil auseinanderreißen, man kann es aber schlecht entzwei drücken. Deswegen sind die Zugspannungen die gefährlichen Spannungen. Die Zugspannungsrichtung ist diese Richtung hier. Und wie reißt ein Bauteil, wenn es auf Zugspannungen beansprucht wird? Ich skizziere das mal kurz hier vorne in die Mitte hin. Kennen Sie alle. Klopapier zum Beispiel zieht man in diese Richtung, damit es nachher so rumreißt. Also Bauteile reißen immer quer zu den größten Zugspannungen. Liegt daran, dass Zugspannungen dann den Kraftfluss unterbrechen. Also Bauteile reißen immer quer zu den größten Zugspannungen. Und wenn hier der Kraftfluss so rumgeht, dann ist dieser Riss, obwohl er gar nicht der längste ist, der gefährlichste, weil nur dieser Riss quer zu den größten Zugspannungen ist. Was soll davon jetzt bei Ihnen hängen bleiben? Hängen bleiben soll, diese Lagepläne sind nicht gemacht, um Sie zu quälen oder so, sondern die stellt man aus, weil sie für die Bauteilauslegung unter Umständen ganz schön hilfreich sein können.